Hi, das Gradierwerk an der unteren Saline ist unübersehbar. Was dieses Gebäude zu etwas Besonderem macht, das schauen wir uns jetzt genauer an. Das heutige Freiluftinhalatorium besteht aus einem Wasserturm und dem Gradierbau. Beide Gebäudeteile stammen aus den 1990er Jahren und ersetzen Vorgängerbauten. Seit dem 18. Jahrhundert gab es hier ein Gradierwerk, um bei der Salzerzeugung in der unteren Saline Geld und Brennholz zu sparen. Jahrhundertelang wurde hier das salzhaltige Quellwasser, die sogenannte Sohle, konzentriert. Das Ergebnis wurde dann in das Salzhaus in der unteren Saline gepumpt. Übrigens, was viele nicht wissen, auf dem Areal an der unteren Saline wurde schon 1563 das erste Gradierwerk weltweit erbaut. Dieses war allerdings wesentlich kleiner als das heutige. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Gelände zusätzlich zum Kurviertel und Ausflugsziel mit Badehaus, Musikpavillon und Café. Seit den 1830er Jahren wurde hier die salzhaltige Luft, ähnlich einer Meeresbrise, im Umkreis des Gradierwerks für die Inhalation genutzt. Die salzhaltige Luft entsteht durch die Verrieselung der Sohle an den Schlehenwänden. Im Nebeneffekt werden unerwünschte Mineralien herausgefiltert. Bis heute kommen die Menschen gerne hierher, um die Luft einzuatmen. Das heutige Gebäude ist nur auf einem Teil der ursprünglichen Anlage wieder aufgebaut. Die Mauerreste zeigen die Länge des Vorgängerbaus in Richtung Süden. Bis heute ist das Areal um das Freiluftinhalatorium ein sehr beliebtes und gut besuchtes Ausflugsziel. Das Gradierwerk steht gemeinsam mit der unteren Saline für die Verwendung der Sohle im Kurbetrieb. Innerhalb der Welterbestätte Great Spa Towns of Europe ist Bad Kissingen die einzige Stadt mit Anlagen zur Aufbereitung und Nutzung von Sohle. Ohne die über 1000 Jahre alte Vorgeschichte der Speisesalzgewinnung in Bad Kissingen wäre all das undenkbar gewesen. Das Areal an der unteren Saline ist deshalb auch ein ganz besonderer Beitrag Bad Kissingens zur Welterbestätte.